ein vierter, ganz exklusiver Part heute mit mir, unterwegs in Düsterburg. Wir befinden uns in dem Schlafgemach von Lazarlantin und haben dort ein Tagebuch gefunden, in dem nicht nur steht, dass er für uns für nicht so helle hält, in dem nicht nur steht, dass er sich tatsächlich heimlich nachts mit Libra getroffen hat und dass Libra angeblich dem Dankwart nicht vertraut. What the fuck is going on here? Und das wollen wir jetzt nun endlich herausfinden. Ja, wir haben absolut keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht sollten wir mal mit Libra quatschen, denn die Libra, naja, was soll ich sagen? Irgendwas kann da nicht stimmen. Was hat sie zu ihrer Verteidigung zu sagen? Schauen wir mal. Wo waren die Gefangenenräume nochmal? Die waren hier irgendwo, ne? War das nicht hier? Doch schon, ne? Nee, da war der Bürgermeister. Der Bürgermeister war eine Gurk, der hat überhaupt irgendwie gar nichts mit uns zu sprechen können. Hier war das. Oder? Nee. Da waren die Gestörten drin. Hier war doch das, ja, genau. Genau, genau, genau. Libra, halt! Liebe Libra, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Aha, keine Sorge, ich hol dich heraus. Hallo, ich will wissen, ob das stimmt, dass sie sich mit dem heimlich nachts getroffen hat. Na gut, dann halt nicht. Was hat's eigentlich mit dem Friedhof hier auf sich? Hä? Was ist das? Ein Grab. Recht neu, wie es scheint. Die Erde ist frisch aufgeschüttet. Das ist alles, was euch auffällt? Schaut doch mal auf den Grabstein. Heiliger Strohsack, das Grab ist ja schon 7 Jahre alt. Mir liegt es fern, in geweihter Erde zu buddeln, aber... Aufbuddeln, das ist kein Grab, oder wir lassen die Toten ruhen. Also ich würde normalerweise niemals irgendein Grab aufbuddeln, aber... Wenn die Erde frisch ist und das Grab ist vor 7 Jahren, dann muss ich wissen, was da ist. Vielleicht ist da Lazarlantin, weil in der Kanalisation haben wir den Gottverdammt nochmal gar nicht gefunden. Aufbuddeln ist doch kein Grab. Oh mein Gott. Da unten riecht's modrig. Oh, trotzdem nach unten. Obwohl, lieber nicht. Ich speichere erstmal. Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich, ne? So. Nach unten. Vielleicht befinden wir uns jetzt wieder in der Kanalisation. Oh, nein. Wir tappen jetzt schon eine halbe Stunde durch die Finsternis. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal an. Ich frage mich, wo das hinführt. Ist euch aufgefallen, dass der Gang seit geraumer Zeit stetig ansteigt? Nein. Ach du Scheiße. Uah! Wo hab ich mich gerade erschrocken, ey? Heilige Scheiße. Eine Falle. Bei allen Dämonen. Sie ist immer noch scharf. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Au. Den hat die Falle erledigt. Ja, toll. Ich muss ja mindestens... 1, 2, 3, 4... Ich muss ja noch ein paar Mal auf dieses Scheißfeld. Granny, lasst uns umkehren. Ich glaube nicht, dass dies der richtige Weg ist. Mich würde es interessieren, ob ich an diesem Feldspalt vorbeikomme. Tue ich das nämlich nicht, dann ist es total umsonst, was wir hier tun. Aber ansonsten... wird es sich halt schon fast wieder lohnen, ne? Komm, scheiß drauf. Autsch. Ich will das jetzt wissen. Ich will wissen, ob wir da hinkommen. Ob es irgendwas bringt. Was soll es? Sieht so aus, als hätte er den Weg nicht zurückgeschafft. Das sollte uns eine Warnung genug sein, Granny. Lass uns umkehren. Nein. Hier geht's nicht weiter. Das war so klar. Ich habe es gleich vermutet, dass es einen anderen Weg geben muss. Scheiße. Ja, dann war das ja quasi umsonst, ne? Das bedeutet auch nichts anderes, als dass ich jetzt auf Beenden drücken kann. Und auf Laden gehen kann, weil warum sollte ich mich jetzt sterben lassen, ne? Ich gehe trotzdem nochmal nach unten, einfach nur, damit ich die Szene aktiviert habe. Vielleicht hat die nämlich dann irgendwie irgendwann anders, wenn wir woanders hinkommen, eine Auswirkung. Also, dass dann quasi Dankwart sagt, hey, das ist die Lösung auf das und das. Deswegen möchte ich die Szene nochmal eben aktivieren. Ja. Okay. Jetzt können wir umkehren. Jetzt hat er gesagt, dass das nicht der richtige Weg ist. Und vielleicht macht er uns ja dann irgendwann anders nochmal drauf aufmerksam.
was damit auf sich hat. Das ist aber verrückt. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch noch merken. So, das ist die gute Frau. Das ist der Spaß hier. Die beiden haben auch noch irgendwelche Sachen, die wir für Geld verhökern können. Hier ist ja mittlerweile auch kein Mensch mehr. Warum ist eigentlich hier oben keiner mehr? Das finde ich ein bisschen komisch. Und warum ist hier eigentlich Bier? Ich will auch ein Bier. Verdammt. Wie gesagt, ich weiß auch nur, dass mir erzählt wurde, dass Lasanatin ermordet wurde. Kommen wir eigentlich jetzt hier wieder raus? Können wir jetzt in die Ostmark einfach so zurück? Scheinbar. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, denn wir können hier mal kurz einkaufen gehen. Und zwar, weil wir nämlich in den Ostmarken, weil wir nur hier Magietränke kriegen, weil mir ist aufgefallen, dass es in Duisburg gar keine Magiedinger gibt. So, den leichten Helm kann ich jetzt auch wieder gut loswerden, weil den brauchen wir ja nicht mehr. Und ansonsten Schundheft, entblößte Skelette. Ansonsten haben wir ja hier nichts, ne? Was wir noch in irgendeiner Weise verkaufen können. Gut, dann kaufe ich jetzt ein. Nämlich, ja gut, ich nehme jetzt mal noch 4 Heiltränke mit. Und ganz viele Magietränke, ganz viele. 20 Stück oder so, denn das ist wirklich, wirklich wichtig. Gut, dann habe ich das, was ich wollte. Können wir mal kurz vorbei? Danke. Und dann gehen wir mal wieder nach oben, nach Duisburg. Und dann müssen wir schauen, dass wir jetzt irgendwie was anderes herausfinden. Also in der Kanalisation haben wir wohl definitiv nichts gefunden. Wo könnten wir jetzt noch hingehen? Wir könnten auch eigentlich nochmal in das... Vielleicht hat der Bürgermeister was zu dem Mord zu sagen. Jetzt passt mal auf. Platz da! Elvidion, wir wollen zum Bürgermeister. Der Herr Bürgermeister hat mir ausdrücklich befohlen, dass er von so undurchsichtigen Gelichte wie euch nicht behelligt werden will. Widerliche kleine Wichtigtour. Aha, also wir dürfen jetzt nicht mal mit zum Bürgermeister. Oh, was sich da immer alles Neues entwickelt in dem Spiel, das ist ja echt krass. So, dann hier waren jetzt die Kranken. Ah, da seid ihr wieder. Ich schließe für euch die Tür auf. Okay, vielen Dank. Weil wir haben uns ja mittlerweile als Wissenschaftler ausgegeben. Vielleicht werden wir hier ja irgendwie schlauer. Da hinten sieht irgendwie ein schlauer Professor. Was hat der denn zu sagen? Ein Diplom von der Universität von Königsberg. Also Königsberg. Also seid gegrüßt, werte Gäste. Ich bin Dr. Alfons Einbein, Leiter des Sanatoriums. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Okay, wir haben noch mit dir gar nicht gesprochen, deswegen gehen wir jetzt mal einfach mal alles durch. Erzähl uns etwas über die Stadt. Ich bin leider selten draußen unterwegs, weil meine Arbeit mich voll in Beschlag nimmt. Aber was ich draußen sehe, gefällt mir nicht. Die dauernde Dunkelheit geht dem Menschen aufs Gemüt. Hinzu kommen bislang nur wenig erforschte Nebenwirkungen der Sonnenfinsternis. Da gibt es viel zu tun für einen Mann wie mich. Was ist das hier für ein Sanatorium? Früher war das hier ein ganz gewöhnliches Krankenhaus, aber seit der Machtübernahme Warnfrieds hat sich einiges geändert. Immer mehr Menschen wurden eingeliefert, die das Leben draußen nicht mehr tragen konnten. Ihre Seelenpein schlug sich in zahlreiche Formen geistiger Verwirrung nieder. Um in dieser schrecklichen Stadt überleben zu können, haben sie sich ganz in ihre eigene Fantasiewelt zurückgezogen. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diesen armen, verwirrten Menschen ein Heim zu schaffen. Eine Heilung ist in den meisten Fällen nicht möglich. Ich zweifle sogar daran, dass sie überhaupt wünschenswert wäre. Warum nicht? Wenn die armen Leute wieder nach draußen kämen, würden sie wieder von der furchtbaren Realität überwältigt werden. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren würden. Selbstmord vielleicht? Oder einfach nur ein Rückfall in die Krankheit? Das ist ja bitter. Berichtet von eurem Patienten. Für den Interessierten haben wir hier ein faszinierendes Spektrum an Geisteskranken zu bieten. Harmlose Fälle, wie die grünhaarige Helminia, die sich einbildet, sich immer im Freien zu befinden, auf grünen Wiesen und Wäldern. Aha. Oder der junge Tarius, der sich völlig von seiner Umwelt abgeschottet, nur für seine Musik lebt. Oh, kenne ich irgendwoher.
Und die weniger harmlosen Fälle? Da haben wir zum Beispiel den jungen Bruce, der sich für eine Kampfmaschine hält und das auch jedem zeigen will, der ihm zu nahe kommt. Oder aber die frühere Waldläufer. Die frühere Waldläuferin Lirian Federschwinge. Sie leidet an der klassischen Form von Lykantrophie. Aha. Bei Vollmond glaubt sie, sich in einen Wolf zu verwandeln. Ja, wer wird sich nicht gerne in einen Wolf verwandeln, ne? Normalerweise können wir sie daher meistens nur frei herumlaufen lassen. Aber durch diese verwünschte Sonnenfinsternis haben wir faktisch rund um die Uhr Vollmond. Ja, blöd. Dr. Einbein gibt euch noch eine geschlagene Stunde lang erschöpfend Auskunft zu allem Form geistiger Abnormalitäten. Na, dankeschön. Er berichtet von multiplen Persönlichkeiten über paranoide Zwangsneurosen bis hin zu den Anfälligkeiten bei akuter Schizophrenie. Oh Gott. Uff, Herr Doktor. Das war jetzt wirklich eine geballte Ladung Wissen. Ja. Dann müssen wir wohl jetzt erstmal gehen. Aha, warum dürfen wir hier nicht nach unten? Doch, dürfen wir wahrscheinlich. Oh, doch nicht. Entschuldigt, aber der Zugang zu den unteren Gemächern ist nur dem Personal gestattet. Der Zugang zur Treppe ist nur dem Personal gestattet. Ja, das habe ich jetzt mir schon fast gedacht. Benehmt euch ja anständig. Wer bist du denn? Hella, beuge dein Haupt vor der heiligen Inquisition. Ihr seid eine Inquisitorin? Dann solltet ihr mal nach draußen gehen, da bekommt man eine Menge Arbeit. Schweig, niederer Wurm. Und jetzt rede, bevor ich dir die Daumenschrauben anlegen lasse. Ihr müsst euch schon entscheiden, reden oder schweigen. Spotte nicht, du Made. Sonst lasse ich dir die Zunge abschneiden. Ach, wisst ihr, mir wird das jetzt wirklich zu dämlich. Bleib hier, du jämmerlicher Wicht. Die eiserne Jungfrau wartet auf dich. Ach, schön wäre das, wenn Iron Maiden warten würde. Ich habe die Macht, ich habe die Macht. Die Macht bei der Macht von Grayskull. Nein, doch nicht. Ach, halt einfach die Fresse. Hallo. Die Vergangenheit dreht sich um die Zukunft und das Chaos um das Nichts. Entschuldigt bitte, ich bin nur ein ungebildeter Krieger. Das ist leider zu hoch für mich. Die Fliege dreht sich um das Schnitzel und das Mühlrad um die Achse. Ja, das Schnitzel dreht sich bei mir auch immer. Ach so, warum sagt ihr das nicht gleich, dass ihr Plemplem seid? Okay. Der Grünhaarige, genau. Von der haben wir schon gehört. Hallo, ihr seid neu hier. Ich bin Helmine, die Hüterin. Bist du so eine Art Krankenschwester? Krankenschwester? Wir brauchen doch hier keine Krankenschwestern. Ich dachte nur, dass ihr seid das Sanatorium. Wie kommst du denn auf so eine alberne Idee? Ein Sanatorium mitten im Wald? Ich bin die Hüterin dieses Waldes. Was ist ein Wald denn? Ich sehe nur Mauern und Gitter. Mann, Granny, du hast doch gerade eben erklärt bekommen, du Noob. Oh, weia, du bist ganz schön durchgedreht, Junge. Geh mal zum Augenarzt. Epic. Es hilft uns aber irgendwie nicht weiter. Und ich glaube nicht, dass wir mit den anderen jetzt irgendwas Tolles reden können. Ja. Interessant. Interessant. Was kann man nun tun? Wir haben jetzt... Das war in dem Haus nochmal. Das waren die hier, ne? Genau, wo ist eigentlich der Roncalo hin? Hast du ihn vielleicht in der letzten Zeit gesehen? Nein. Toll, wahnsinnige Hilfe. Wo ist der eigentlich hin? Und warum gibt es keine Blutspuren in der Kanalisation? Und warum habe ich gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir hin sollen? Perfekte Überleitung, um einfach mal an John weiterzugeben, der sich jetzt bestimmt auch vier Parts lang gefragt hat, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Und mein lieber John, du darfst es aufklären. Du hast die Ehre. Ist das nicht schön? Ich bedanke mich für 4 Folgen unterwegs in Düsterburg und damit gebe ich weiter an John McCloud. Das heißt, das war die letzte Folge vorerst mit mir. In der Beschreibung seht ihr einen Link zu John McClouds Channel. Abonnieren am besten oder einfach täglich gucken, ob eventuell eine neue Folge von Unterwegs in Düsterburg da ist. Und wir sehen uns dann schon bald wieder, wenn The Wolf wieder unterwegs in Düsterburg ist. Bye, bye.